In diesem Video möchte ich dir die Stahlhelmschnecke Neritina polygera vorstellen. Ich werde dir zeigen, was für Lebensbedingungen diese Schnecke braucht und ich werde dir genau erklären, warum ich diese Schnecke sehr gerne in meinen Aquarien einsetze. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping Channel. Und in diesem Video möchte ich dir einmal eine neue Schnecke vorstellen. Und zwar die Schnecke Neritina polygera, auch genannt Stahlhelmschnecke oder auch unter den Bezeichnungen Napfschnecke, Anthrazit-Napfschnecke oder auch Algenrennschnecke bekannt. Bei dieser Schnecke handelt es sich um eine Schnecke, die ursprünglich aus dem Indopazifik stammt. Also alle Inselgruppen, alle Länder in der Richtung des Indopazifiks, dort ist diese Schnecke beheimatet. Sie lebt dort in schnell fließenden Flüssen und das bedeutet gleichzeitig, da kommen wir nämlich gleich noch zu, wenn es um die Vermehrung geht, diese Schnecken sind, wenn du sie in deinem Aquarium einsetzen willst, immer Wildfänge. Das muss dir bewusst sein. Ich finde, das ist wichtig, dass man das weiß, dass man, wenn man so eine Schneckenart in seinem Aquarium einsetzt, dass es sich dabei immer um Wildfänge handelt. Diese Schnecken also der Natur entnommen wurden. Bevor wir jetzt auf die eigentlichen Werte, Lebensbedingungen und warum ich diese Schnecke so gut finde, eingehen, will ich kurz bei diesem Thema bleiben und mit dir über die Vermehrung dieser Schnecken reden. Es handelt sich bei Neritina polygera um eine getrennschlechtliche Schnecke, das heißt, es gibt Männchen und Weibchen. Man kann die Männchen und Weibchen nicht in ihrem Aussehen voneinander unterscheiden, man merkt halt nur, ob man ein Weibchen vor sich hat, wenn man sieht, dass diese Schnecke Eier legt. Die Männchen legen nämlich keine Eier. Aus diesen Eiern schlüpfen kleine Larven, die sind allerdings im Süßwasser nicht überlebensfähig, sondern diese Schnecke braucht Brackwasser bzw. Salzwasser, um die Larven zu entwickeln. Ich habe gerade erzählt, dass sie normalerweise in Flüssen leben und das bedeutet, die Larven, die in diesem Fluss schlüpfen, werden mit der Strömung ins Meer transportiert, entwickeln sich dort und kehren dann zurück in den Fluss, wenn sie sich entwickelt haben und sind dann eben auch lebensfähig im Süßwasser. Aber das bedeutet auf der anderen Seite, dass wenn du diese Schnecke in einem Süßwasser-Aquarium einsetzt, du keine Angst haben musst, dass sie sich irgendwie unkontrolliert vermehrt. Diese Schneckenart kann sich nicht in einem normalen Aquarium im Süßwasser vermehren. So, wenn du diese Schnecke jetzt einsetzen willst in dein Aquarium, was für Lebensbedingungen musst du ihr denn bieten? Nun, wie die meisten Schnecken ist auch diese Schnecke relativ hart im Leben, das heißt, die meisten Bedingungen sind sehr breit gefächert. Zum Beispiel geht es beim Temperaturbereich los bei ungefähr 18 Grad und endet bei ungefähr 30 Grad. Man hat da also eine große Spanne an möglichen Temperaturen. Der ideale Bereich ist irgendwo so zwischen 22 und 28 Grad. Auch bei den anderen Werten ähnelt diese Schnecke eigentlich sehr vielen anderen Schneckenarten auch. Wir haben zum Beispiel einen KH zwischen 3 und 10, wir haben einen GH zwischen ungefähr 7 bis 12, manche sagen 5 bis 12 und wir haben den idealen pH-Wert zwischen 6,5 und 8. Gehalten werden kann die Stahlhelmschnecke in einem Becken ab 20 Litern Größe, meiner Meinung nach. Ihr findet auch im Internet Angaben, die sagen ab 12 Liter Größe. Ich muss aber sagen, ich finde 20 Liter die bessere Wahl, denn die Stahlhelmschnecke wird relativ groß. Die werden bis zu 3 cm groß. Das ist deutlich größer als zum Beispiel die Geweihschnecke, die ich euch auch in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, schaut mal oben rechts in der Ecke, da blende ich euch das ein. Die Geweihschnecke wird deutlich kleiner, die wird nur 1,5 bis 2 cm groß und das sieht einfach in einem kleinen Becken auch wesentlich besser aus, wenn das Tier nicht so riesig ist. Bei der Stahlhelmschnecke mit 3 cm finde ich persönlich in einem 12 Liter Becken sähe das nicht vernünftig aus und ich bin mir einfach unsicher, wie gut es dem Tier dort gehen würde. Deshalb würde ich sagen, ab 20 Liter seid ihr da auf der sicheren Seite. Generell sollten diese Tiere auch in Gruppen gehalten werden. Ich habe zum Beispiel 3 Stück bei mir im Becken und ich denke, 3 Stück ist auch so die Anzahl, mit der man gut anfangen kann. Die werden relativ alt, diese Schnecken. Und zwar werden Stahlhelmschnecken von zwischen 8 bis 10 Jahre alt, was für so eine Schnecke doch recht alt ist. Geweihschnecken werden nicht so alt und auch Garnelen werden ja lange nicht so alt. Da habt ihr ja so mit 2-3 Jahren in der Regel an Lebenserwartung zu rechnen. Von daher ganz interessant, dass diese Stahlhelmschnecke, dass diese Schneckenart generell so ein bisschen älter wird. Und jetzt die Eigenschaft, warum sie so gerne in Aquascapes eingesetzt wird, ist, man sagt ihr nach, die beste Schnecke zum Algenfressen zu sein. Ich persönlich kann das auch bestätigen. Also ich habe den Eindruck, dass diese Schneckenart im Vergleich zu anderen Schnecken und vor allem auch im Vergleich zu den Geweihschnecken, die ich ja auch noch mit im Becken habe, sehr viel besser Algen frisst, sehr viel mehr Algen frisst und auch sehr schnell Algen frisst. Deshalb wird sie eben auch Algenrennschnecke genannt.
Und generell, das ist halt etwas, was ihr auch in allen anderen Informationsblättern immer finden werdet. Diese Schnecke ist sehr, sehr gut dazu geeignet, um Algen gerade auf Scheiben und auf Steinen wieder loszuwerden. Die stürzen sich da drauf, das ist auch die Hauptnahrung. Diese Schnecken lassen andere Pflanzen, gesunde Pflanzen, vollkommen in Ruhe, das ist kein Problem, sondern die fressen wirklich nur Algen. Oder eben, ihr könnt auch zufüttern, zum Beispiel mit Laub. An dieser Stelle schaut euch auch direkt nochmal mein Video zum Thema Seemandelbaumblätter an. Auch das findest du jetzt rechts oben in der Ecke. Laub wird also gerne von den Schnecken genommen oder weiches Gemüse wie zum Beispiel Salatblätter oder Gurken, die auch mal wieder gut funktionieren, auch zum Beispiel als Futter für Garnelen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Schnecken in einem sehr stark beleuchteten Becken eher nachtaktiv sind. Also am Tag verstecken die sich meistens unter den Steinen oder bei mir im Java-Farn, wo nicht so viel Licht hinkommt. Da bleiben sie dann auch den Tag über und sobald das Licht ausgeht, kommen sie dann raus und kriechen über die Scheiben, kriechen über die Steine und fressen eben die ganzen Algen dort ab und fühlen sich pudelwohl. Soviel zum Thema Stahlhelmschnecke Neritina polygera. Ich mag diese Tiere sehr gerne, ich finde sie vor allem auch äußerst hübsch. Ich muss persönlich gestehen, ich finde Zebra-Rennschnecken nicht ganz so hübsch. Ich finde die Farbe einfach nicht so nett. Und da ist nämlich die Stahlhelmschnecke mit diesem anthrazitfarbenen, leicht bläulich schimmernden, bläulich-schwarzen Panzer wirklich was Nettes. Also wirklich auch mal eine andere Farbe im Becken. Denn schwarze Tiere oder so dunkelblaue Tiere sind ja doch eher selten. Und gerade deshalb finde ich die optisch auf jeden Fall ein Highlight in jedem Becken. Und ich kann dir nur empfehlen, dir diese Tiere vielleicht einmal anzuschauen und in dein Becken einzupflegen, wenn du Lust auf Schnecken hast. Und wenn du vielleicht Probleme mit Algenaufwuchs auf den Scheiben oder auf den Steinen hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ihm doch bitte einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass dem so war. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keine zukünftigen Videos von mir mehr. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos, die dich vielleicht interessieren können, die auch nochmal Themen aus diesem Video aufgegriffen haben. Schau sie dir an. Und dann hoffe ich, dass ich dir mit meinem Wissen in der Aquaristik weiterhelfen konnte, dass du mit deinem Becken jetzt mehr Erfolg hast. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.